Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge State of Decay und da kommt schon das erste Zombie. Ja, wir sind immer noch auf der verlassenen Straße, sind jetzt nicht zurückgelaufen. Wir haben jetzt gedacht, oh, machst du einfach mal die Aufnahme direkt im Anschluss. Okay. Radpfanne tut's also auch. Oh, hier vorne ist auch einer. Ja. Yummy. Funktioniert aber echt gut, wenn die noch auf dem Boden liegen. Okay, wir müssen hier echt warten. Okay, Z beim Schleichen, um einen Zombie sofort zu töten. Was? Das war doch jetzt nicht sofort getötet. Also, das war jetzt weder sofort getötet, noch war das leise. Einfach den Zombie in die anderen gestummt und alles alarmiert, was hier so gerade unterwegs war. Aber da steht doch hier oben ein Auto. Und das ist total komisch hier bei State of Decay, diese Ruckler. Das sind keine FPS-Einbrüche, weil ich sehe ja hier bei DxStory mit meinem Aufnahmeprogramm, krieg ich ja die FPS angezeigt. Und die sind immer noch hoch, also auf 30 Hubs begrenzt und das sind auch dauerhaft und trotzdem ruckelt. Deswegen, keine Ahnung, woran das liegt, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt einfach schnell ins Auto rein. Ignorieren getrost mal den Zombie. Und verduften hier ganz schnell. Und hoffentlich flippt das Auto nicht so komisch und schnell wie das andere. So, an dem Weg sollen wir einfach folgen, wurde uns gesagt, ne? Würde sagen, dann halten wir uns doch mal dran und tun das einfach. Ja, fast getroffen. So sicher sieht das Ganze jetzt aber nicht aus, ne? Where's Doc Hansen? We need to get going. Doc says Eli ain't good to move. So we ain't moving. Ganz ruhig. I don't know. There's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Fine, you hold his hand. Check on Eli. That's your call whether you want to help or be a pain in my ass. So Leute, da seht ihr, Kombination aus zu viel Alkohol und Sonne. All right, then. Nicht so gut. Let's get to work. So, was? Wir sollen jetzt hier rein? Folge. Achso, ja, Folge Job. Ich hab grad gedacht, mein Job ist jetzt, aber der Typ heißt so. When they come, there's gonna be a lot of them. We need to set up defenses where we can, alright? Let's start by boarding up these here windows. Okay. There should be some scrap lumber in there that'll serve. Das ist ja cool mit der Anzeige hier unten. Gefällt mir. I guarantee you, we don't want this thing turning into a room-to-room fight. Zombies ain't smart, but they never quit. They'll find their way in here if there's an opening. And if you give enough time, hat er recht. They'll make one. Doc's upstairs looking after my little brother. Don't interrupt him. And don't you dare let any zombies get up them stairs. Here, take this.
When we make our moonshine strong, should make decent enough firebombs. Moonshine. They're coming. It looks like we got a few minutes though. Should still be some casks laying around the place too. Machen wir mal noch schnell zu. Okay, geht nicht. Ah, das ist das letzte dann. Just don't be too close when you do. Coming up the road now. Better get ready. Lock and load, boys. Company's here. So, was hat er uns gegeben? Ah, Brücke zum Privatsreservat. Ja, unser Kollege ist müde. Okay. Die sollten erstmal wissen, was abgekriegt haben. Achso, wir müssen hier die Barrikaden verteidigen dann. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, ich sage mal, das kriegen wir hin. Müssen wir einmal hier wieder dran befestigen. Wo haben wir denn hier noch welche? Okay, hier kommen sonst keine. Oh ja, jetzt weiß ich, was er mit dem... Dicken meint. So, die Tür machen wir zu. Jo, was ist bei dir denn los? Ganz ruhig. Okay, jetzt wird es langsam doch ein bisschen kritisch. Okay, wir kommen hier nicht nach. Jede Barrikade verliert. Oh, yo. Mit der Wampe durch die Barrikade. Hör auf jetzt. Das tut doch weh, Mensch. Okay, wir können die hier wieder festmachen. Irgendwie kann er hier anscheinend nicht so fest ranschlagen, dass das irgendwie die Teile kaputt macht. Ah, okay, oder halt auch doch. Okay, nein, du kommst hier nicht rein. Zombie-Horde alarmiert. Nein. Verdammt! Okay, 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 warte. Okay, 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 okay. Hier müssen wir wieder dran machen. Top, stirb. Oh, ich hatte, kriegen wir wieder ran. Die kriegen wir auch wieder ran. Okay, 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 alles. Get that something.
Dicker. Müssen wir immer wieder alles nachbarrikadieren. Boah, er war jetzt gar nicht so ohne. Okay, jetzt machen wir hier überall wieder Barrikaden zu, bitte. Typ! Nein, da wo noch offen ist natürlich. So. Das könnt ihr vergessen. Okay, was müssen wir hier machen jetzt? Hier gibt's sonst nichts. Die haben ja leider überhaupt nichts, was ich nehmen könnte. Hier ist ein heller Stuhl, aber... in dem kannst du nichts anfangen. Nein, helf mir, Typ. Okay. Ich hab gar nichts mehr. Fuck, ey. Aber die haben ja auch nichts. Warum habt ihr gar nichts? Ich muss hoch. Hat doch irgendwas. Okay, ich helfe unten wieder. Shit, ey, wenn jetzt nochmal so ein Dicker kommt. Du hast eine Waffe und sagst mir nix. Was? Ich renne hier die ganze Zeit mit einer Axt rum, sterb fast und der hat eine Waffe. Jetzt muss ich doch verarschen hier. Ich hab leider. Aber echt nichts. Ich hab nur die Axt und das war's. Okay, einmal wieder nachbearbeiten. So, und den kriegen wir auch noch um. So, hab ich mir das vorgestellt. Tür zu. Hier hinten fehlt eine Latte. Puh. Haben wir es geschafft? Boah, zum Glück, ey. Wird ganz schön knapp hier. Doc, was ist das gute Wort? I'm sorry, son. I did all I could. Oh, hell. God damn it! How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless... No. No way! We are gonna bury Eli. Proper. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. What we're talking about here is a kindness. I'll do it. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Better do it quick then, before it starts to move.
Der Arme. Ja, aber hey, kümmere dich um Eli. I can't. Oh, oder doch. Mit E. Neuer Zombie-Typ, Riesenbastard. Yep, kicked in the door, smashed up the place, pissed on her bed. Felt good, even if she's already a zombie. Best part though, no piece of shit local cops showing up blabbing about drunken disorderly and restraining order bullshit. Yeah, well, just keep your asses clear, Marshall. The way I hear it, the pigs have some kind of base down there, and they ain't handing out traffic tickets, if you know what I mean. Help you with something? Habt ihr auch einen Apfel für mich? Ich hab Hunger. What's a good word? Hey, how are you? Hey, ah, yeah. Hell you want? Freundlich immer, Penner. Ich will einen Apfel. Oh, das klang jetzt gar nicht mal so gut. Puh. Keine Chance. Okay, das heißt, ich fahre jetzt wieder zurück zur Base und berichte den Leuten, oder wie? Und es wurde nichts genaueres gesagt, ne? Oh, ich hab's überlesen. Okay, ihr sterbt. Oh. So. Ich meine, ich weiß, wir können die Leute durchsuchen. Das werden wir auch alles noch tun. Aber erst nach dem anderen. Ich will jetzt erstmal zurück, zumal ich auch so wenig Leben habe. Eine Übertragung? Okay. So, wo geht's jetzt hin? Wo müssen wir lang? Ah, hier müssen wir rein. Hier neben müssen wir rein. Und dann müssen wir mal uns hier um die Häuser gucken. Ich glaube, die mit dem X sind Häuser, die sich lohnen würden, durchsucht zu werden. Müssen wir mal ein oder zwei Häuser von denen durchsuchen. Aber das machen wir nächste Folge, weil wir sind jetzt hier bei 18,5, knapp 19 Minuten. Und nächstes Mal, denke ich, wenn wir so die Häuser durchsuchen, werden wir uns hier mal ein bisschen so einen Autopark zusammenstellen, dass wir wirklich immer unsere Fahrzeuge und alles haben. Auf jeden Fall muss ich meinen Charakter wechseln. Gleich zumindest. How is he? The fever's lower than it was, but it still hasn't broken. Hey, did you ever look at the ceiling of this tent? It's all, I'm the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have taken effect. Let me take a look. Got him on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. I'll keep an eye on him till the fever breaks, but I think your friend is gonna make it. Thanks, Doc. Thank a man for doing his job, and he'll just go to his head. Hallo, schönes Zelt doch. Regular lollipop now? Darauf antworte ich jetzt nicht. Oh my God. Einmal die Tür zu, Klappe zu. Yo, 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 what up, mate? Wie geht's? Also haben wir hier irgendwo Schmerz? Schmerzmittel, glaub, schmeißen wir ein. Haben wir noch was? Ne, wir hatten ja nur die Axt, genau, so war das doch.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall Charakter wechseln. Yo, yo, yo. Ah, ich kann sogar mit Edge und tauschen. Sehr gut. Und da speichert das Spiel und wir haben unseren Kranken und doch schon wieder so ziemlich gut oder fast verhalten, fast gesunden Ed ausgewählt und denke, mit dem machen wir uns dann nächste Runde einfach auf den Weg, ein paar Autos zu holen, also es sind auch ein paar leichtere Aufgaben und diese markierten Häuser zu durchsuchen. Und hier gibt es Schüsse. Und dann machen wir gerade mal die Tür zu. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wobei ich mir sicher bin, dass ihr die habt, weil, ja, ich blick noch nicht so ganz durch. Aber ist auch ehrlich gesagt gar nicht so transparent, was man jetzt wann, wo, wie machen sollte oder nicht sollte. Aber finde ich jetzt nicht verkehrt, finde ich gut. Muss man auch selbst ein bisschen gucken. Und da hat man auch länger was von, als wenn man gleich weiß, hier das und das machen und so komme ich weiter und ne, wisst ihr Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder bei der nächsten Folge State of Decay. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.